Liebe ist wie Sauerstoff. Liebe hat viele wunderschöne Seiten. Liebe erhebt uns dorthin, wo wir hingehören. All you need is love. Oh, siehst du, du kannst uns nichts vormachen. Du bist die Stimme der Kinder der Revolution. Wenn Baz Luhrmann einen Film dreht, dann weiß man, was man bekommt. Eine ausschweifende Story, einen tollen Look und einen großartigen Soundtrack. In Moulin Rouge vereint Luhrmann diese Elemente zu einem perfekten Leinwandspektakel. Ich finde, das ist so, es gibt nicht viele Filme, die so eine richtige Atmosphäre erzeugen. Das macht zum Beispiel Harry Potter an. Ich finde, in Moulin Rouge passen die Handlung und die Besetzung und die Kostüme und der Schnitt. Es passt einfach alles so schön zusammen, dass es einfach, dass man einfach wirklich denkt, man wäre jetzt in Paris der 20er. Auf jeden Fall ist es schon so eine typische Handschrift immer. So alles, also tolle, pompöse Bilder, eine sehr hektische Kamera und ja, auch vor allen Dingen eben tolle Musik. Also ob das jetzt ein Musical ist oder nicht, in dem Fall von Moulin Rouge ist es ja ein Musical, hat man immer einen klasse Soundtrack bei ihm. Also darauf kann man sich immer verlassen. Es ist ziemlich modern, was ich mache und anfangs kommt es Ihnen vielleicht etwas merkwürdig vor. Aber wenn Sie offen sind, werden Sie Gefallen daran finden. Davon bin ich überzeugt. Entschuldigen Sie bitte. Wie bei Luhrmann nicht unüblich, umgeht er gerne mal die Vorgaben der Zeit. Und so schmettern die Stars im Musical grandios gewagte Neuinterpretationen von Rock- und Popklassikern. Ich war damals irgendwie 13, 14 und kannte viele der Lieder gar nicht. Und ich habe dann erst so Stück für Stück mitbekommen, dass das alles große Hits sind, so aus den 80ern und 90ern. Zum Beispiel Nirvana und Elton John und sowas. Und für mich sind die bis heute noch so sehr mit Moulin Rouge verbunden, weil ich sie dort einfach zum ersten Mal gehört habe. Im Prinzip jeder Mensch baut ja zu irgendwelchen Musikstücken irgendwelche Gefühle auf. Und das wurde ganz gut umgesetzt, weil dadurch, dass man eben die Musik kannte, konnte man sich in die Gefühle, die zu der Musik passen, auch besser reinversetzen. Wenigstens einen persönlichen Lieblingssong nimmt jeder aus diesem Film für den Rest seines Lebens mit. Das ist jetzt wahrscheinlich voll das Klischee, aber wenn Nicole Kidman da auf dem Dach ist und die beiden singen I Was Made For Loving You von Kiss. I was made for loving you, baby, you were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. El Tango de Roxanne, auf jeden Fall, weil ich es interessant finde, in dem Lied geht es eh um Eifersucht. Und dann diese schneidige Stimme von diesem Argentinier, der das Lied singt, das gibt dem Ganzen nochmal so was ganz besonders Brutales. Roxanne, you don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Oh Gott, da kann ich mich, glaube ich, gar nicht entscheiden. Ich finde die alle schön und ich kann eigentlich auch bei allen mitsingen. Und ich habe mir sogar das Notenbuch zu dem Musical dann, also zu dem Film gekauft damals. Moulin Rouge ist ein Fest für die Augen, für die Ohren und fürs Herz. Das sollte man definitiv nicht verpassen. Moulin Rouge kann ich für Musical-Hasser nur empfehlen. Wer keine Musicals mag, sollte sich diesen Film angucken.